singen seit 525 Jahren und treten auf der ganzen Welt auf, die Wiener Sängerknaben. Auch die Ortskirche der Pongauer Gemeinde Altenmarkt war Schauplatz eines Konzertes des Bruckner Chors, sozusagen als Auftakt zur Advents- und Weihnachtszeit. Da ist es naheliegend, dass die jungen Herren den Altenmarkt-Adventmarkt besuchen. Sängerknabe zu sein, ist etwas Interessantes. Was ich ziemlich interessant und spannend finde, ist das Musizieren mit dem Chor und einfach Freude. Ich glaube, das ist das, wenn man neue Lieder lernt und wenn man auf Tournee ist und einfach das Neue zu kennenzulernen. Und das ist etwas Besonderes, was jeder eigentlich haben sollte. Die Kirche ist voll und die 21 jungen Herren begeistern das Publikum. Gesungen wird Traditionelles, Klassisches und Modernes. Ein gutes Konzert beginnt nicht auf der Bühne. Also in der Woche proben wir jeden Tag 2 Stunden in der normalen Schulzeit. Also natürlich, was ihr hört, von auf die Bühne, das ist nur die Musik. Aber das geht um zusammen leben, zusammen musizieren, zusammen diskutieren, zusammen reden. Zusammen, jetzt wir singen auf Tournee jeden Tag, auch in der Freizeit. Also am Ende, wir singen auf die Bühne heute. Die waren 800 Leute. Ja, die kommen, die wollen ein Konzert vor die Wiener Sängerknaben. Na, da muss gut sein. Und gut sein bedeutet arbeiten. Mit Spaß und natürlich mit Liebe. Aber Disziplin. Natürlich werden auch Freundschaften geschlossen. Also ja, ich habe sicher so ein paar, 2, 3 Freunde. Die Sängerknaben haben ein sehr dichtes Programm. Wir haben in China begonnen, Mitte September. Und jetzt haben wir 2 Wochen in Wien, Vorbereitung für dem Weihnachtsprogramm. Und jetzt es gibt ja, um die 20 haben wir schon begonnen in Mattersburg letzte Woche. Und wir werden jetzt weiter bis letzte Konzert in Deutschland, das ist am 22. Dezember. Also. Zum Schluss durfte auch das Publikum mitsingen.